Vom 30. September bis 3. Oktober 2016 hatte das Team um den V2-Tuning-Guru Richard Rabenbauer, in der Szene ehrfurchtsvoll RR genannt, auserwählte Piloten nach Ziering im Bayerischen Wald eingeladen. Auch wenn auf den Brainwashing Days stets RRs neueste Tuning-Lösungen präsentiert wurden, hatte der Event nie den Charakter einer Verkaufsveranstaltung, sondern immer den eines familiären Quad-Treffens unter Freunden. Und das war auch heuer nicht anders. Trotz Ausfall des Mechanikers und dem daraus resultierenden Fehlen der Umbauten als Highlights bei den Brainwashing Days wurde das Treffen auch 2016 wieder von den Piloten hoch gelobt. Mehr noch. Gerade die heurigen BWDs wurden von vielen Teilnehmern als die familiärsten und schönsten überhaupt gelobt. Trotzdem hat Ina, Tochter Rabenbauer, die das Treffen gemeinsam mit ihrer Mutter Hanni organisiert, für nächstes Jahr eine Pause beantragt. Doch es erscheint kaum vorstellbar, dass es 2017 wirklich gar keine Brainwashing Days bei den Rabenbauers geben wird.